Ja, moin liebe Freunde des alten neuen Städtebaus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, es wird gerade gesaugt. Ich nehme mit euch zusammen auf am Samstagabend. Wir fahren fort mit unserem Spiel. Wir haben ja beim letzten Mal nochmal komplett neu angefangen. Haben mittlerweile auch das, was wir beim letzten Mal schon erreicht hatten, wieder aufgeholt tatsächlich und sogar ein bisschen mehr geschafft. Wir haben nämlich inzwischen sogar schon eine Brotproduktion etabliert. Ja, wir hatten oder haben auch immer noch eine kleine Finanzkrise. Allerdings hat uns unser guter Freund, der Großvisier, ein bisschen ausgeholfen, indem er uns eine Quest gegeben hat. Das war echt gut. Und übrigens, das Windgeräusch, wo ich das gerade höre, erinnert mich sehr stark an Oblivion. So, jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Was wollte ich denn eigentlich? Außer einen Sack voll Geld. Kleiner Scherz am Rande. Erstmal müssen wir erstmal zusehen, dass wir Kohle rankriegen. Das ist jetzt erstmal das, was höchste Priorität hat. Brot haben wir eine Menge und dann nehme ich das noch mit, dann haben wir das auch. Ich will jetzt erstmal sehen, dass wir einigermaßen liquide sind. Ab nach Kaisershafen. Ich bin mal gespannt, wie wir heute weiter voranschreiten werden. Ich hoffe auch, dass wir heute noch mal ein bisschen kolonisieren können weiter. Dass wir mal so langsam mal ein bisschen aus dem Arsch kommen, hätte ich jetzt fast gesagt. Bierproduktion, dafür brauchen wir doch bestimmt Hopfen. Ich finde, ihr macht eure Sache ganz anständig. Das ist, glaube ich, sogar... Also der Patrizier ist, glaube ich, derselbe Sprecher wie der des... Des Beraters, glaube ich. Kann das sein? Kirche. Kann ich die Kirche schon bauen? Wahrscheinlich nicht, ne? 510. Wie viele haben wir aktuell? Ach, jetzt wird mir die Statistik nicht angezeigt. 300. Die Spartiaten, Patrizier. Wisst ihr Bescheid? Ne, so ungefähr nicht. Huch. Wieso sind die Fischer voll? Unsere Fischer sind voll. Was ist denn da los? Ah, okay. Weil das Kontor ausgereizt ist. Ja, ich glaube, das mit dem Kontor hatte ich schon letztes Mal erwähnt. Ich finde das echt komisch, dass das über die Lagerhäuser ich gesetzt hoffe, ist, die ihr an der Küste gebaut werden ihr müssen. Also das ist echt komisch gemacht, muss ich sagen. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Kommt ich auch, nur. Danke. Und so, was haben wir denn hier? Ein Sextanten brauche ich nicht. Zoll brauche ich auch nicht. Was ist das hier? Erweiterte Ladekammern. Ja, nee. Das hilft uns nicht viel. Großzügige Lagerkammer. Nee, das hilft uns nichts. Ich hätte irgendwie mal gedacht, er hätte mal was richtig Geiles da, was wir richtig gut gebrauchen können, aber dann schmeicheln wir uns irgendwie. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Großvisier ein. Dass wir da nochmal ein bisschen. 8000, Leute. Wir haben 8000. Wir sind liquide. Einigermaßen. Erstmal. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Das ist schön, dass du einverstanden bist. Gewürze hätte ich mitnehmen können noch, ne? Ja. Ich würde ja gerne eine Werft bauen und dann ein kleines Handelsschiff, ne? Damit wir unsere. Genau so ist es richtig. Damit wir unser kleines orientalisches Schiff rauskriegen, aber. Ja. Ihr wisst ja, wie es halt so ist. Haben wir eigentlich einen Reparaturkran? Ja, haben wir. Das ist gut. Falls nämlich die Freunde der Tiefsee, hätte ich jetzt gesagt. Nein, falls die Korsaren wieder Ärger machen wollen. Dass wir den gleich dementsprechend einheizen können. Genau, das klar. Ich finde das total merkwürdig. Also man hätte das echt so lassen können mit den... Mit den... Sag schnell. Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Mit den... Kontor ist aber echt beschissen platziert, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Also... Eieieiei. Sehr bescheiden positioniert. Hol ich da die Werft mal hier hin. So, dann werden wir mal ein kleines... Ach nee, ich brauche Seile, ne? Scheiße. Ja, gut. Das heißt, ich müsste noch mehr Hanf anbauen. Damit ich Seile habe. Oder beziehungsweise ich kaufe die Seile von unserem Freund, von unserem Kollegen da, von unserem Kaiserlichen. Ist dies etwa ein Zeichen eurer Wertschätzung? Ja. Es ist mir ein Anliegen, eure Taten durch diese bescheidene Geste zu würdigen. Sehr schön. Haben wir schon mal unser Ansehen bei ihm gesteigert weiter. Und er freut sich.
Gut. Soweit, so gut. Ich würde tatsächlich gerne nochmal... Hier war eine Feuerwache in der Nähe, ne? Ja, dann würde ich hier gerne nochmal ein paar Bürger mehr ranholen. So, gut. Wir haben noch einen Sarg gut zur Verfügung, einen Platz. Das ist ganz gut. Wir müssen auch gucken, dass die Waren ganz gut auf Kurs bleiben. Stein kommt langsam ran. Wie sieht es eigentlich mit den Minen aus? Ich hoffe, dass hier noch keine Mine irgendwie Probleme macht. Wir hatten ja in der letzten Aufnahmesession schon... Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Wir können jetzt die Moschee bauen. Wir brauchen Mosaik dafür. Und dafür brauchen wir Quarz und Ton. Ach du Scheiße. Ja gut, Quarz haben wir ja hier, ne? Wir müssen das Quarz auch nicht verarbeiten, so wie es aussieht, ne? Also wir können das direkt abbauen und dann ist gut. In seiner Nähe, je Quarz vorkommt, kann ein Quarzbruch errichten. Ach, Quarz ist dann also quasi das orientalische Stein einfach, okay. Produziert Ton, benötigt geeignete Fruchtbarkeit. Also Ton muss man tatsächlich auf grünem Gelände bauen. Ist das tatsächlich so? Okay. Interessant. Wie sieht es denn hier mit der hiesigen Bevölkerung aus? Die sind alle noch zufrieden. Das habe ich erstmal gesperrt, genau. Ich wollte wissen, wie es mit der Ware aussieht. Also es tut mir leid für diejenigen, wenn ihr euch wundert, dass ich so nicht so richtig in Gange komme. Das liegt daran, weil ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss in das Spiel. Also Milch kommt noch ganz gut hin. Quatteln machen, Quatteln. Datteln machen noch irgendwie, sind noch nicht so richtig gut. Kann ich mein Kontor eigentlich aufwerten? Nee, sieht nicht so aus. Aber mein Kontor kann direkt einfach mal mehr aufnehmen. Ist auch interessant. Genau, die Noria musste ich letzte Session schon auffüllen. Wie groß ist denn die Moschee, damit ich mal so ein sinnbildliches Bild habe von der Moschee. Alter, das ist ja ein Riesenklotz. Alter Schwede. Und vor allem deckt einfach mal die gesamte Siedlung ab. Locker flockig. Dann würde ich mal sagen, klatschen wir hier nochmal ein paar Nomadenhäuser hin. So. Natürlich mit Feldweg, ist ja ganz klar. Das finde ich sowieso interessant, weißt du? Sonst irgendwie europäische Sachen brauchen sie nicht, aber den Feldweg brauchen sie. Seit ich hier lebe, hat das Wort Heimat eine neue Bedeutung für mich. Den Sprecher kenne ich auch. Weiß jetzt nur gerade nicht, woher. So, dann haben wir nochmal ein paar Nomaden angesiedelt. Brot erholt sich, das ist gut. Pass mal auf. Du nimmst bitte nochmal Werkzeuge mit. Und Holz. Und vielleicht auch nochmal Fisch. Und dann werden wir mal ein bisschen Seile kaufen, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein, Seile selber zu produzieren. Sage ich euch ganz ehrlich. Es war eine gute Verkaufsware, aber dafür extra nochmal Plantagen Hanf zu bauen, sehe ich irgendwie nicht ein. Noch nicht. Also dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Und so viele Schiffe brauchen wir noch nicht. Und zumindest, dass wir das Orientalische mal wieder freikriegen. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Das ist doch nett. Wenn es weiter nichts ist, gegen ein gutes... Ich dachte so einfach an seinen jugendlichen Leichtsinn. 15 hat er nur. Wenn ich schlage ein. Gut, aber dann haben wir wenigstens schon mal ein paar Seile. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann... Also schon mal ganz gut, dass wir die Seile schon mal zur Verfügung haben. Wir haben 400 Patrizier. Wie viele Patrizier passen denn in jedes Haus? 25. Puh. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, natürlich. Natürlich mein unbewaffnetes, ist ja klar. Schnappt sie euch! Die Schweine! Die wollen mein Schiff versenken. Warum kämpft er eigentlich nicht? Erstmal reparieren. So. Weiter geht's. Nee. Mach ihn platt. Jawohl. So, Frechheit. Eieieiei. Musst du schon wieder ordentlich einstecken. Nicht gut, nicht gut, Freunde. Nicht gut. Ich muss dringend nochmal eine nördliche Insel finden. Am besten eine, wo's Hopfen gibt. Ah ja, so wird sich euer Stadtsäckel wieder füllen. Ja, fragt sich nur, wie lange. Kräuter und Wein.
Aber eine sehr kleine Insel, ne? Ich will nicht wissen, wie weit die sich schon hier ausgeweitet haben. Oh, die hat einen kleinen Sturm gehabt anscheinend. Wie weit hat die sich bitte ausgebreitet, sag mal? Kleines Heerlager, ja, ist klar. Natürlich. Madame hat einfach mal schon ein kleines Heerlager gebaut. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Kann man ja mal machen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also momentan bin ich so Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Ja, das ist doch schön. Ich bin gerade so ein bisschen ziellos unterwegs, muss ich zugeben. Ich suche jetzt erstmal eine Insel, wo irgendwie sich Alkohol anbauen lässt. Ob jetzt durch Hopfen oder Wein oder was auch immer, das weiß ich noch nicht. Aber das wäre erstmal so ein bisschen... Aber 4 verbessern. So, dass wir mal neue Gebäude bekommen. Also ich bin jetzt gerade wirklich ein bisschen sehr zaghaft, ich weiß. Aber das muss auch gerade sein. Ich will jetzt erstmal gucken, dass wir nochmal eine weitere nördliche Insel finden, wo wir Alkohol haben und möglichst vielleicht noch was anderes, vielleicht Honig oder sowas. Sie haben ein neues Land gesichtet. Unbewohnt klingt schon mal gut. Kräuter und Honig, wie groß ist denn die Insel? Sonst überlege ich mir einen... Oh, ein Orca. Ja, das ist ein Orca. Also nicht der Senkrechtstarter von Command & Conquer, sondern das Tier. Oh Gott, ist die winzig. Oh Gott, ist die winzig. Die ist ja wirklich winzig hier. Das ist ja wirklich gar nichts fast. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Most. Versenken Sie das flüchtende Schiff. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wo ist das denn? Ach, das passt ja. Ja, dann komm her. Es wäre ratsam zu zahlen. Ich glaube, du hast nicht begriffen, was auf dem Spiel steht. Ich handle nicht mit Piraten. Wenn, dann werde ich selber einen. Dann startet ein prächtiges Turnier. Dann seid ihr und eure Stadt in aller Munde. Ich soll einen Turnierplatz errichten? Steigern Sie Ihren Ruhm durch das Ausrichten von Turnieren. Bringt das denn auch was gegenüber meinen Konkurrentinnen, oder? In unseren Werften vollbringen die Schiffsmauer wahre Wunder. Seht selbst. Ach, der Großvezier macht Werbung für sein Land. Ich finde das echt gut. Ja, auch ein sympathisches Kerlchen. Sie ist doch mit dem Volk, nicht gegen das Volk. Ja, Helena, ist ja gut. Meine Güte. Miteinander zu handeln, ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Mich dauert eure Entscheidung. Aber nicht gegen so viel Geld. Ich bin ein armes Schwein. Ich kann mir das nicht leisten. Verzeihung bitte. So, ich speichere nochmal. Let's Play 2. Ich werde mal meinen alten Speicherstand von letztes Mal überschreiben. Also den hier. Jawohl. Mal gucken, wie viele Parts wir heute aufnehmen werden. Ah, wir haben 500 Patrizier. Schickt uns nicht weg. Wir machen euch bestimmt kein Ärger. Ich schwör's. Ja, schwör. Och Mann, ich will keine Bettler aufnehmen. Muss das sein? Fällt mir jetzt direkt ein Stein vom Herzen. Eigentlich will ich die gar nicht aufnehmen, ehrlich. Aber ich habe auch keinen Bock, dass sie zu Räuber werden. Das muss echt nicht sein. Also ich bin auch... Da haben wieder ein paar von uns ein Dach über dem Kopf. Danke. Ich bin echt Was froh, dass kann ich das dem Kaiser Tagen über den Auftrag? Haben. Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Pottasche? Was soll ich denn mit Pottasche? Ihr verrichtet Gottes Werk. Ja, du kannst mich mal kreuzweise, ehrlich. Ist denn Pottasche? Wozu brauche ich das denn? Ich glaube, ich werde mir mal die Insel hier schnappen. Die hat zwar jetzt nicht sonderlich viel zu bieten. Außer Pelze und ein bisschen Sohle. Und Kohle. Und Stein.
Ah, komm, nehmen wir die Insel mit, dann haben wir die. Meine Güte. Dann habe ich eine Insel für Kräuter und für Honig. Und per Saatgut dann vielleicht noch was anderes. Mal gucken. So, was sind denn jetzt unsere Bauoptionen? Ist da jetzt was dazugekommen oder... Ach nee, 500... Ja, Entschuldigung. 510. Die 10 ist ganz entscheidend. Die ist ganz wichtig, die 10. Ne? Auch wenn keine Sau am Ende danach fragt, aber egal. Diese 10 sind aber ganz wichtig. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Ja, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Eure Stadt gedeiht prächtig. Weiter so. Aha. Wurscht, der Lord, der kneift sich so richtig davor, uns Geld zu geben, ne? Merkt man das? Der kneift so richtig davor. Bloß kein Geld geben. Irgendwas anderes, aber kein Geld. Um Gottes Willen. So ungefähr. Im wahrsten Sinne wahrscheinlich noch. Bloß kein Geld abgeben. Ja, ja. Schweinepriester. So, und jetzt werde ich schnell mal hier... Ne? Und so. Mal schnell die Küste hier dicht machen. Damit die Mädels nicht auf irgendwelche dummen Ideen kommen. Und die Pottasche nehme ich gleich mal wieder mit. Ah ja. Patrizia. Ich weiß zwar nicht, was die Patrizia mit Pottasche wollen, aber okay. Daran merkt man, ich spiele es blind, ja? So, also, was haben wir denn jetzt? Och, wie passend. Rein zufälligerweise haben wir auch jetzt gerade die Produktion erhalten für die Waldgrashütte. Benötigt Bäume, produziert Pottasche. Scheiße. Ich brauche Quarz, um das zu Pottasche zu verarbeiten. Ist das euer Scheiß ernst? Bergfried. Mhm. Kirche. Ja, natürlich brauchen wir dafür Glas und nicht gerade wenig. Und für das Turnier bräuchten wir 40 Stein. Hm. Wir sind übrigens wieder in den Miesen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also wir haben minus 3 jetzt. Wahrscheinlich, weil ich einen Max-Stand zu viel gebaut habe. Aber egal. So. Wir werden einfach noch mal ein bisschen Handel treiben, Freunde. Ne? So einfach ist das. Ach komm, nehmen wir mal Fisch mit. Ich glaube, die ballern so viel Fisch raus, unsere Fischer, dass sie mal ein bisschen Platz haben in den Kontor. Müssen wir doch mal ein bisschen was reinkriegen. Stein haben wir ja jetzt. Wo soll ich denn das Turnier am besten hinsetzen, sag mal? Ich brauche eine Feuerwache in der Nähe. Wozu? Aber wir können ja mal hier... Irgendwie, kann ich das irgendwie... So. Großartig! Lasst die Herolde ein Turnier ausrufen. Und Ruhm und Ehre werden euch zuteil. Ich muss dafür Geld ausgeben. Die Ritter sind begierig, ihren Kampfesmut unter... Fanfaren sollen das Ereignis ankündigen. Schön, jetzt muss ich auch noch Turniere ausrichten, ey. Also so eine Geschichte. Ja, stimmt, Gewürze hätte ich noch mitnehmen können. Ich habe ein zu kleines Schiff anscheinend. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Ja, Alter, 3700. Ich helfe euch gerne aus. Das ist schön. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was hast du für Items? Ja, du hast echt nichts Gutes, ne? Du hast echt nur Mist. Du hast nichts Brauchbares, Kollege. Was haben wir denn hier? Zusätzliche Waren der Bürger. Was haben wir im Kontor an? 3 kleine Kriegsschiffe. Siegel des Regenten. Für 100. Nehmen wir das mal mit. Oh Mann, ey. So, dann kehren wir erstmal zurück. Dank euch führen wir ein sorgloses Leben. Ja, ja, das ist euch am wichtigsten. Das glaube ich euch sogar. Muss dieses Pottaschending eigentlich am Fluss gebaut werden? Nein, benötigt Bäume. Okay. Es geht wieder um Bäume.
Also das Ding ist halt, dass wir jetzt tatsächlich Quarz brauchen, damit wir ne, und so. Aber zum Glück habe ich diese Insel ja so gut beansprucht. Ja, was heißt gut, aber ich habe sie beansprucht. Wenn wir da später noch Seide draufsetzen, dann können wir sogar, haben wir sogar die Sachen, die wir brauchen für Teppiche. Oh, wenn ich die Unterhaltskosten schon sehe. Alter, scheiße. Ich bin froh, dass ich überhaupt gerade mal ein bisschen im Plus... Naja, nicht ganz. Für euer Volk war dieses Spektakel eine willkommene Abwechslung. Deswegen gibst du mir genau 69 Ruhmespunkte, ja? Oder willst du mir damit irgendwas anderes sagen? Also gut. Ich bin von euch ehrlich beeindruckt. Ach, guck an, das verbessert auch unseren Ruf, okay. Sehr interessant. Aber nur ihres. Von der anderen, interessiert das so gar nicht. Ah, hallo. Was gibt es Neues? Ja, du hast recht. Andernorts jagt man die Landesherrin in Schimpf und Schande vom Hof. Mich hingegen empfängt das Volk mit offenen Armen. Ist das nicht schön. Dass ihr am Grabe unseres Herrn beten durftet, beneidenswert. Oh Gott. Hat immerhin gute Rufpunkte gebracht, immerhin etwas. So, ich wollte Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Von dem Sultan wollte ich jetzt gerade nichts wissen, ehrlich gesagt. Ein Handelsabkommen. Was hältst du von diesem Vorschlag? Ach, die brauchen Kräuter und Weizen. Okay. Ja. Du sagst ja? Das ist wundervoll. Ja, kostenlos, gerne. Habe ich kein Problem. 8 Felder! What? Die brauchen Weizen. Ist euer Glaube auch stark genug? Damit ist es besiegelt. Ach, hey. Die brauchen Weizen. Ja gut, bei Bier macht das durchaus Sinn. Ich hätte gedacht, die setzen auf Hopfen, so wie bei Anno 1701. Nein, die wollen Weizenbier. Okay. Aber, liebe Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von... Ich wollte schon wieder sagen, Sid Meier. Spiel gesichert. Nein, zu... Jetzt wollte ich das wieder sagen. So Anno 1404 Gold Edition. Meine Fresse, es kann doch nicht so schwer sein. Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gebogen, bleibt oder werdet gesund. Bis dato, tschüss, Freunde.